Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA Ultimate Team, hier in meinem ersten Spiel, das ich auch recorded habe. Ich spiele mit meinem Bronze-Team. Wer das Bronze-Team gerne noch einmal sehen möchte, kann sich mein letztes Video angucken. Meine Top-Teams, hat sich noch ein bisschen was verändert. Im Sturm spielt jetzt Craig Westcar. Wir spielen hier den Bronze-Pokal, das heißt, ich habe auch nur Bronze-Gegner am Start. Und die Mannschaft, gegen die ich hier gerade spiele, war so eine, eher schlechte, mit nur 30 Chemie, also war nicht so wirklich besonders gut. Ich zeige euch hier dieses Mal das komplette Spiel, weil, ich kann es schon vorher sagen, der Spieler hat das Spiel verlassen, nachdem ich ihn dann schon ein paar Tore eingeschenkt hatte. Und deswegen kann ich das komplette Spiel zeigen. Es sind ein paar Chancen dabei, sonst werde ich das immer so machen, dass ich möglichst nur Chancen von mir und vom Gegner, Tore von mir und vom Gegner zeige. Vielleicht noch ein paar brutale Fouls, wenn irgendwas dabei ist oder irgendwelche lustigen Skill-Moves oder sowas, was ich noch vielleicht durch Zufall mache oder was mein Gegner durch Zufall macht oder vielleicht auch gewollt. Man kann es ja nie so wissen, so werde ich euch auf alle Fälle FIFA ein bisschen zeigen, so wie ich spiele. Ich bin auf keinen Fall ein guter Spieler und hier seht ihr schon mal, dank des Riesenfehlers da vom Spieler, konnte Craig Westcar gleich mal das 1-0 schießen. Der Typ ist einer der besten Bronzestürmer, die es überhaupt gibt. Also der ist echt super hammergut. Ich spiele mit der Aufstellung 4-2-3-1 und kann mich nicht beklagen, habe noch als Mittelstürmer den Forrester, den Malice auf der rechten Seite zum Beispiel, auch ein sehr guter Spieler. Mein Problem bei FIFA ist eigentlich, das werdet ihr sicherlich nochmal in der nächsten Zeit sehen, nicht das Angriffsspiel. Ich habe eigentlich sehr gute Übersicht, wie man hier auch schön an diesem langen Pass sieht. Aber das Abwehrspiel ist halt meine Schwäche. Ich schaffe es einfach nicht, die Gegner richtig vom Ball zu trennen. Ich habe mich schon verbessert, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen online ja auch gespielt schon. Habe zwar nie aufgenommen, aber ist so wie hier zum Beispiel, Ältester, hat man dann natürlich auch Pech und dann muss man da irgendwas machen. Aber zum Glück verhaut er das Ding gnadenlos und ich habe da überhaupt kein Problem, jetzt den Abstoß auszuführen. Was mir so bereits aufgefallen ist, dass man zum Beispiel im Bronze Cup eigentlich am Anfang echt schlechte Gegner hat und man die erste Runde hundertprozentig schafft, die zweite Runde eventuell sogar auch noch, weiß ich noch nicht, muss ich noch spielen. Habe ich natürlich, bin schon einmal bis ins Finale gekommen im Bronze Cup, hab dann da aber 2-0 verloren oder so und das ist natürlich doof. Und ja, hier der Forrester, glatt nochmal eine Chance. Damit komme ich übrigens auch noch nicht klar. Also ich bin kein Highskilled FIFA Spieler, ich spiele noch nicht so viel. Wenn der Torwart rausläuft, ich bin mir immer unsicher, dieses, Schippen, also einen Lupfer machen, ist ja schon ein paar Mal gescheitert bei mir und richtig drauf bolzen ist bei mir auch gescheitert. Ich weiß nicht, wie man das am besten macht. Torwart austanzen, ich bin nicht so der High-End-Trick-User, also ich kann einen Fake-Shot machen, das schaffe ich gerade so, aber der klappt auch nicht immer so, wie ich ihn möchte und das ist ja ein bisschen doof. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich. Ich weiß, es gibt auch ein paar Tutorials auf YouTube. Gar keine Frage. Da habe ich mir auch schon mal umgeschaut. Aber es ist für mich natürlich auch, weil ich durch Arbeit und so nicht immer die Zeit habe zum Üben und Trainieren und dauerhaft spielen. Mal eine Partie so gegen Bot oder sowas kann man machen, aber alles andere online, immer diese 6-Minuten-Games pro Halbzeit, das ist natürlich schon teilweise auch ein bisschen zu viel für mich. Aber ich werde mein Bestes geben, euch hier möglichst viele Gameplays zu zeigen, wenn ich Zeit habe. Dann gibt es die halt. So, und hier jetzt das 2-0. Wunderherrlich gemacht. Sugar macht das 2-0, meine ich natürlich. Habe ich 2-1 gesagt. Das Ganze war genial. Also man sagt ja unter Commander-Krieger-Freunden sweaten dazu. Mir ist das scheißegal. Hauptsache ich mache die Dinger rein. Und das war jetzt auch kein einfacher Sweat oder so. Der Torwart kam halt schon wieder rausgelaufen und das verstehe ich nicht, warum das immer alle machen. Es ist effektiv, muss man dazu sagen, weil es einfach echt, echt stark ist, was sie da mit verhindern können. Ja, die Torhüter sind deutlich stärker geworden im Vergleich zu FIFA 12, meiner Meinung nach. Und somit kann man da auch den einen oder anderen Torschuss abblocken, wenn man weiter rauskommt und den Winkel verkürzt. Und das ist vor allem bei diesen Kontern, die laufen teilweise so früh raus, ey, das ist unfassbar. Sehen wir hier nochmal einen schönen Angriff von Wright, der natürlich gleich wieder abgefangen wird, weil ich dann festgestellt habe, oh, der kann ja gar nicht tricksen, ich wollte eigentlich Tricks machen. Hat aber nicht ganz geklappt, deswegen bin ich da voll in den Gegner reingelaufen und mein Gegner ist schon etwas aggressiv und gerätscht hier durchgehend rein. Jetzt gehen wir hier schön aussteigen lassen.
Und wieder Wright, den muss ich nochmal austauschen da im zentralen Mittelfeld, wenn ihr irgendwie einen, ich glaube zentral-defensiv ist das sogar, wenn ihr da irgendwie einen habt, den ihr mir empfehlen könnt. In Bronze, in Premier, in Engländer am besten, dann sagt mal Bescheid so. Gerade noch soeben konnte ich hier den Schuss blocken. Lass den Angreifer aussteigen und gehe jetzt über die rechte Seite. Ist eigentlich sowieso eher meine stärkere Seite. Immer die Seite, die halt am näheren Bildschirmrand ist, ist meine starke eigentlich. Und jetzt ist das einer zu viel gewesen für Wesker. Es war super geil gemacht. Jetzt kommt hier Hutchinson über die rechte Seite. Lässt da einen aussteigen. Und Fake Shot und dann ist er bald drin. 3 zu 0 durch Hutchinson. Das ist, glaube ich, der rechte Verteidiger von mir. Und hier nochmal ein kleiner Bug voll in die ja, Bande gerutscht, sage ich mal. Das ist natürlich ärgerlich, aber zack, Fake Shot. Und dann lang kurz reingenetzt. So, jetzt beendet der Spieler das Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.